Hi Leute und willkommen zum zweiten Teil der Fanfiction. Ich hoffe, euch hat der erste Teil gefallen. Mir macht es sehr Spaß, so Sachen vorzulesen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache jetzt öfters auch sowas. Und ja, ich will jetzt nicht lange darüber reden, sonst... Egal, ich fange jetzt mal an. Kapitel 6. Darf ich mal was ausprobieren? Jans Puff. Langsam wachte ich auf. Ich hatte noch einen etwas verschwommenen Blick, weil meine Augen ziemlich verheult waren. Ich spürte einen leichten Druck auf meinen Hüften. Hä? Ich wischte mir mit den Handrücken die Augen trocken. Doch als ich André wenige Zentimeter vor mir sah, dachte ich, es war ein Traum. Ich kniff mich in die Wange und stellte fest, dass es alles real war. Tausend Fragen schwirrten in meinem Kopf herum. Was machte André neben mir? Vor allem, warum so dicht? Und wieso kam er nochmal zu mir, obwohl er gestern so erschrocken weggelaufen war? Seine Augen öffneten sich. Sie waren so wunderschön grün, sie leuchteten im Morgengrauen. Morgen, hauchte André mir gegen die Lippen. André? Was denn? Ach so, stotterte er und stolperte vom Sofa. Ich wollte ihn gerade fragen, ob ich mal was ausprobieren darf, als plötzlich Regina die Treppen hochgerampelt kam. Ich ließ mich zurück aufs Sofa fallen und zog mir die Decke übers Gesicht. André, es ist kurz vor 7 Uhr. Was machst du denn hier? Vor allem, wieso so früh? Ich hab mich schon Sorgen gemacht, weil du nicht bei dem Bett gelegen hast, rief sie leicht besorgt. Tut mir leid. Aber Jans Freundin hatte heute Nacht wegen einem anderen Schluss gemacht. Da musste ich ihn einfach trösten, log er. Ich räusperte mich und bemerkte Reginas mitleidenden Blick auf mir. Oh, sorry, Jan, das wusste ich nicht. Ich gehe mal in die Küche und mache uns drei einen Tee, ja? Sagte sie und gab André noch einen Kuss auf die Lippen, bevor sie nach unten verschwand. Es tat innerlich weh, wenn sie miteinander rumschmusten. Äußerlich jedoch ließ ich mir nichts anmerken. Ich setzte mich auf und André kam näher und setzte sich neben mich. Ich biss mir auf die Unterlippe, weil mir diese Stille echt unangenehm war. »Du, Jan«, begann André. Doch ich unterbrach ihn. »André, darf ich mal was ausprobieren?« »Sorry, wenn's nicht bringt und du angeekelt bist, okay?« »Okay, tu, was du nicht lassen kannst«, lächelte er. Ich zögerte einen Moment, doch nahm kurzerhand sein wunderschönes Gesicht in die Hände und zog es behutsam zu meinem. André schaute mir in die Augen. Er atmete gleichmäßig. Dann wartete ich nicht länger und presste meine Lippen einfach auf seine. Es war komisch, einen anderen Mann zu küssen, aber es war der Mann, den ich liebte. Es fühlte sich sogar besser an, als ein Mädchen zu küssen. Es fühlte sich so wunderbar an. Und ein Feuerwerk ging in mein Herzen los. Nach wenigen Sekunden löste ich mich von seinen perfekten weichen Lippen, sein Gesicht immer noch in meinen Händen. Plötzlich räusperte sich jemand hinter André. Kapitel 7. Okay, Andres Puff. Plötzlich räusperte sich jemand neben mir. Ich löste mich aus dem wirklich schönen Kuss, was ich echt nicht gedacht hatte, und drehte mich um. Shit! Entkam es mir und ich sprang auf. Vor mir stand nun Genghis, der wohl wieder zu Hause war und eins bei dem Kuss beobachtet hatte. Genghis, das kann ich erklären, verdammt, es war Jans Schuld, redete ich vor mich hin. Jans Puff. Was, bist du jetzt völlig übergeschnappt? Genghis, wir beide sind schuld. Lass mich das erklären, bitte, bettelte ich. Genghis musterte mich mit skeptischen Blicken. Stimmte aber schließlich mit einem Nicken zu. André schüttelte nervös den Kopf und verschwand bei Regina in die Küche. Nun waren Genghis und ich alleine. »Also, was ich dir jetzt sage, lach bitte nicht, okay?« fragte ich. »Okay«, meinte er. »Also, ich bin seit ein paar Tagen in André verliebt und dann habe ich ihn gefragt, ob ich mal was ausprobieren darf. Nach kurzer Zeit habe ich ihn dann geküsst, weil ich eine Bestätigung haben wollte. Und jetzt ist es mir wirklich klar, dass ich ihn liebe. Ich wusste, dass ich ihn nur nicht als Freundschaft liebe, sondern
normal. Ich kann es verstehen, wenn du mich jetzt widerlich findest, aber versuch wenigstens, es zu verstehen, bitte. Okay. Wie okay? Wunderte mich. Es ist okay für mich. Ich hab das schon länger gemerkt. Ich meine, ich sehe doch, wie du ihn anguckst, mit ihm redest und einfach total neben der Spur bist, lachte er. Boah, Genghis! Danke. Ich dachte schon, Apecrumb zerbricht. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen würde, seufzte ich und umarmte meinen Kumpel brüderlich. Ich war so erleichtert. Ich hatte erst ein bisschen Angst, aber die war verflogen. Ich beschloss, mit André zu reden und sagte Genghis, dass er André hochschicken und Regina ablenken sollte. Kapitel 8. Kribbeln im Bauch. Andres Puff. Genghis schickte mich zu Jan hoch, weil er mit mir reden wollte. Ich war mir nicht sicher, ob er über den Kuss oder über seine Gefühle reden wollte. Oder vielleicht auch beides. Ich sah noch, wie Genghis und Regina lachten und sich hinter ihnen die Wohnungstür schloss. Alles klar, Jan und ich waren alleine. Schon wieder. Mir schwirrten so viele Gedanken durch den Kopf, dass ich die oberste Treppenstufe übersehe und die Treppen hinunterfiel. Ich schrie auf vor Schmerzen. Autsch! André, bist du das? Hast dir wehgetan? Hörte ich Jan rufen und rief zurück. Jan, komm bitte her! Schon war Jan vor Ort und starrte mich erschrocken an. Guck nicht so blöd, helf mir lieber mal hoch, lachte ich. Sein Gesichtsausdruck war einfach zum Schießen. Jan grinste und stützte mich. Ich merkte, wie nervös er wurde, als ich meinen Arm über seine Schultern legte. Irgendwie reizte es mich, ihn so zu sehen. Ich helfe dir noch in dein Zimmer hoch. Wahrscheinlich ist dein Fuß verstaucht, meinte er und guckte mich bemitleidenswert an. Ich fand ihn manchmal echt cute, ich muss schon sagen. Ich humpelte mit seiner Hilfe in mein Zimmer und legte mich vorsichtig aufs Bett. Ich bedankte mich kurz bei Jan und sagte ihm, dass er jetzt rausgehen konnte. Doch er blieb einfach auf der Stelle stehen. Jan? Er schüttelte kurz den Kopf und setzte sich neben mich. Anstatt rauszugehen, ich schaute ihn skeptisch an. Wieso ging er nicht aus meinem Zimmer raus? Wieso setzte er sich auf mein Bett und schaute mich verlegen an? Auf einmal fiel mir unser Kuss wieder ein. Ehrlich gesagt, ich fand, dass er ziemlich gut küssen konnte. Ein bisschen besser als Regina sogar. Mann, Moment mal, was hatte ich da gerade gedacht? Boah, André, sagte ich zu mir selbst. Was? Fragte Jan. Oh shit, ich hatte wohl laut gedacht. Nichts, antwortete ich stattdessen. Okay. Ach ja, worüber wolltest du eigentlich mit mir reden? Fragte ich neugierig. Jan kam ein Stück näher an mich herangerutscht und begann. Also, André, ich hab dir ja schon gesagt, dass ich dich liebe, irgendwie. Und ich wollte mich diesem Kuss einfach nur rausfinden, ob ich wirklich auf dich stehe. Und das tue ich. Mann, André, ich würde dich am liebsten... Ach egal, was würdest du am liebsten? Hackte ich nach und wollte eigentlich noch etwas sagen. Doch plötzlich drückte Jan einfach seine Lippen auf meine. Es war nicht so lange wie vorhin, aber er war intensiver. Ich bekam so ein Kribbeln im Bauch. Fuck. Kapitel 9. Du hast mich verändert. Jans Puff. Bevor André noch irgendwas sagen konnte, küsste ich einfach, ohne Verwarnung. Ich dachte, er fand es ekelerregend, aber stattdessen erwiderte er den Kuss. Nachdem wir uns für ein paar Sekunden in die Augen geschaut haben, mein Gott, er hat wirklich wunderschöne grüne Augen. Sie leuchteten im Mondschein. Das ist mir bei unserer Nachtsdreh schon aufgefallen. Der Kuss wurde immer intensiver. André war ein echt guter Küsser. Besser als so manche Frauen, die ich abgeschleppt habe, bevor ich merkte, dass ich schwul war. Ich fand es nicht schlimm, schwul zu sein. Ich beugte mich, während wir uns küssen. Leicht über André, aber stoppte, weil mir sein verletzter Fuß wieder einfiel. Ich wollte ihm nicht unnötig wehtun. André legte seine Hände auf meine Wange und ließ so den Kuss noch intensiver werden. Es fühlte sich so saugut an, ihn zu spüren. Andres Puff. Jan war leicht über mich gebeugt und wir küssten uns immer noch.
Oh Mann, betrog ich gerade wirklich Regina, indem ich mit meinem besten Freund rummachte, aber ich fand es unglaublich gut, wie er küsste. Ich wunderte mich, warum er nicht so viele feste Freundinnen hatte, obwohl er so gut knutschen konnte. Ich legte meine Hände auf sein Rötelchen Wangen und ließ den Kuss noch intensiver werden. Wir knutschten schon eine gefühlte Ewigkeit rum, bis wir uns schließlich lösten. Jan, fing ich an. André, es tut mir leid, sagte ich verlegen. Er hatte sich wieder normal hingesetzt und knirschte mit den Zähnen. Wieso denn das? Knirschte ich. Ich hab dich einfach so geküsst, obwohl ich weiß, dass du nicht gay bist, flüsterte er. Aber ich fand es wunderschön. Hatte ich gerade im Ernst sowas Schwules gelabert? Jan guckte mich verwirrt an, aber lächelte dann. Ich hatte mich in seinen wundervollen blauen Augen verloren. Fuck, war ich wirklich gerade dabei, mich in meinen besten Freund zu verlieben? Ich kann ihn seit Ewigkeiten, seit so vielen Jahren. Was ist, wenn das die Außenwelt erfahren würde? Nach gefühlten 10.000 Stunden kam ich wieder zu mir. Ich biss mir auf die Unterlippe rum und wartete auf etwas. Allerdings wusste ich nicht, auf was. Jan spielte mit seinen Fingern rum. André, ich liebe dich. Scheiße, Mann. Ich bin sowas von schwul und Jan wollte weiterreden. Doch ich unterbrach ihn. Jan, ich liebe dich auch. Irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall bist du echt ein verdammt guter Küsser. Jedes Mal, wenn du mich küsst, bereitest sich ein unglaublich starkes Kribbeln in mir aus. Du hast mich verändert, seit du mir gebeichtet hast, dass du mich liebst. Fuck, Weixer. Jans Puff. Fuck, Weixer. Mir blieb der Mund offen stehen und ich starrte André an. Was? Er liebt mich? Ich blickte ihn fordernd an. Unsere Gesichter kamen sich näher und schließlich küssten wir uns immer stürmischer und ich merkte, dass er fordernder wurde. Ich beugte mich über ihn und er lag nur unter mir. Ich strich mit seinem Zeigefinger zart über seiner Brust. Ich konnte spüren, wie schnell sein Herz schlug. Er klammerte sich um meinen Hals und zog mich zu sich. Seine weichen Lippen schmeckten so süß und unsere Zungen kämpften miteinander. Okay, Leute, falls ihr jetzt noch weiter hören wollt oder so, Kapitel 10 ist eine perverse Stelle, sage ich mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt hier machen soll. Ich mache das jetzt einfach und ja, oh Mann. Ich habe total vergessen, dass jetzt sowas kommt, aber was soll's. Kapitel 10, geile Nacht. Jans Puff. Samt fuhr mir André mit seiner Hand unter mein Shirt, um es mir auszuziehen, und ich tat dasselbe bei ihm. Nur saßen wir auf seinem Bett, Haut an Haut, jedoch noch mit Hosen bekleidet. Ich strich ihm vor seinem Gesicht, über den Hals, bis ich schließlich an seinem Hosenbund angelangt war. Ich spielte ihn an diesem herum, und ich merkte, wie hibbelig er wurde. »Na, willst du mehr?« raunte ich ihm ins Ohr, worauf er nur schnell nickte. Ich knöpfte seine Hose auf und zog sie langsam runter. Er stöhnte lustvoll und er tat es mir gleich. Er stöhnte leise und das machte mich wiederum noch mehr an. Sein Sixpack war so muskulös und sexy. Wenn ihr mich fragt, könnte ich es heiraten oder so? Haha. Ich lag nun auf meinen Traumern und küsste seinen Oberkörper, während er sich in meinen Rücken festkrallte und ein bisschen lauter stöhnte als vorher. Wir waren immer noch in Boxershorts und ich bemerkte, dass in seiner Unterhose etwas hart wurde. So langsam, bei mir, war es ebenfalls soweit. Ich küsste seine Brust und umspielte seine Brustwarzen mit meiner Zunge. Andres Puff. Jan machte mich so geil, wie er meinen Oberkörper küsst. Ich nahm sein Gesicht in meine Hände, zog ihn zu mir und küsste ihn auf seine wunderbaren weichen Lippen. Er war perfekt, seine Lippen waren perfekt, seine blauen Augen waren perfekt, sein Körper war perfekt, alles an ihm war perfekt.
Von den Füßen bis hin zu den Haaren. Alles perfekt. Jan, ich kann... Kannst du... stöhnte ich voller Lust. Aber... ja... Androschka, flüsterte er mir gegen die Lippen. Langsam und behutsam arbeiteten er sich runter zu meiner Boxershorts. Er zog sie mir leicht über meine Beine. Sie landeten achtlos in einer Ecke. Er war überaus geschickt, in Sachen auszuziehen. Ich legte mich entspannt hin und wartete auf Jans Einsatz. Plötzlich merkte ich seine Zunge an meinen Schwimmel. Mein Blut war inzwischen in unsere Region gewandert. Ich stöhnte auf und er umschloss ihn mit seinem Mund. Ich krallte meine Hand in seinen Haaren fest und bewegte seinen Kopf in Rhythmus. Jan, ich komme, rief ich laut und kam in seinen Mund. Er schluckte es. Haha, Moment, mich musst du aber auch noch verwöhnen, lachte Jan und grinste mich schelmisch an, wie ich diesen Jungen einfach liebte. Irgendwie. Jans Puff. Ha, Moment, mich musst du aber auch noch verwöhnen, lachte ich und grinste André an. Ich schaute mich fragend an, doch er verstand. Er hockte sich vor mir aufs Bett, küsste mich zärtlich und ich legte mich vor ihm auf den Bauch. Er zog mir langsam die Boxershorts aus, so wie ich es vorher an ihm gemacht hatte. Er setzte sich vorsichtig auf meinen Rücken. Bist du dir sicher? Fragte er und ich nickte zögernd. Mir war es klar, dass es wehtun würde, aber ich wollte ihn in mir spüren. Und zwar hart. Er platzierte seinen Schwimmel an meinen Eingang und schob ihn ganz leicht und vorsichtig in mich. Ich schrie auf vor Schmerz. Doch nach einiger Zeit ließ der Schmerz nach und nach und ich stöhnte lauter auf. Er stieß tiefer und schneller in mich. Auf einmal spürte ich eine warme Flüssigkeit in mir und André zog ihn raus. Er legte sich erschöpft neben mich und seufzte. Das war der beste Sex, den ich je hatte. Okay, das war jetzt zu viel. Ich habe wirklich vergessen, was da drin steht. Und ich bin wieder empört. Ich bin wieder empört. Empört bin ich. Oh mein Gott. Nein, das habe ich gerade wirklich nicht getan. Nein, das habe ich nicht. Oh mein Gott. Egal. Ich habe mir gedacht, dass ich jetzt jede Woche immer eine Fanfiction rausbringe. Und dann noch halt ein normales Video pro Woche. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche oder so. Und ja, tschüss.